Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video und willkommen zu einer neuen spannenden Fotoreise. Diesmal geht es an die Küste von Spanien. Es geht also aufs spanische Festland, an die spanische Küste. Da gibt es ja wirklich tolle Felsformationen und tolle Fotospots. Aktuell bin ich noch auf dem Weg. Ich fahre nicht mit dem Auto nach Spanien, sondern ich bin auf dem Weg nach Berlin. Denn der Flug geht morgen früh 7 Uhr vom BER. Ja, und wenn ich in der Regel nach Berlin fahre, heißt das, ich bin nicht alleine, sondern mich begleitet natürlich auf dieser Fotoreise der Peter aus Berlin. Wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht. Ja, und dann war klar, ja komm, lass uns irgendwas planen. Peter hat die Planung übernommen, wie immer, wenn wir beide unterwegs sind. Und da freue ich mich auch mal drauf, denn auch für mich ist es dann natürlich ein bisschen überraschend, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Denn aktuell, selbst wenn ich es euch verraten wollen würde, könnte ich euch gar nicht sagen, wo es hingeht. Peter hat geplant, dann hält er ja immer gerne so ein bisschen mit den Spots hinterm Berg, ne, um mich auch so ein bisschen zu überraschen. Ich weiß nur, wir treffen uns heute Abend in Berlin. Wir haben jetzt noch ungefähr 2,5 Stunden. Bin ich bei ihm zu Hause und morgen früh um 7, da geht's los vom BER. Das heißt, lange schlafen ist nicht angesagt. 2 Stunden vorher da sein, Stunde hinfahren, Auto parken und so weiter. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ja, und dann geht's auf nach Madrid. Und zwar fliegen wir vom BER nach Madrid und dort holen wir uns dann unseren Leihwagen. Ja, und dann geht's los mit dem Leihwagen entlang der spanischen Küste. Ich freue mich ja schon und ihr habt natürlich das Glück, dass ihr wie immer natürlich dabei seid. So, ihr Lieben, wir sind im Flieger. Es ist immer leider noch Maskenpflicht, aber ich glaube, der Peter, der hat das irgendwie falsch verstanden. Aber das erkläre ich mir auch noch, wie das funktioniert mit der Maske. Und auf ging es zu dem knapp 3-stündigen Direktflug vom BER zum Zielflughafen Madrid in Spanien. Das Ganze über die Airline Iberia und auch in einem neuen Airbus A320neo. Für alle, die sich jetzt fragen, ja, wofür steht denn das Neo? Das steht für eine verbesserte Aerodynamik und besonders sparsamen Triebwerken bei diesem A320-Modell. Willkommen in Spanien. Ja, jetzt brauchen wir nur noch unseren Mietwagen. Ah, mal gucken. Peter macht noch eine kleine Stärkung da im Hintergrund. Ah, erwischt. So, Peter ist erstmal auf und dann suchen wir mal hier. Wo haben wir denn eigentlich den Mietwagen bei? In Spanien. In Spanien. Das ist die Top-Antwort. Mietwagen haben wir in Spanien. Zum Glück sind wir in Spanien. Genau. Also Leihwagen haben wir jetzt noch nicht, sondern wir spielen jetzt das lustige Spiel Such deinen Koffer. Ihr Lieben, ich habe noch nie so viele Kofferbänder gesehen. Wir müssen jetzt tatsächlich, ich zeige euch das mal, guck mal, das ist alles Kofferbänder. Kofferbänder, 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 Kofferbänder. Oh, da war an der Seite Kofferbänder, Kofferbänder, Kofferbänder. Aber guck mal, werden wir schon finden. So groß ist es ja nicht. Tag ist ja noch lang.
Auto haben wir jetzt gefunden, wir haben gebucht bei Record Go. Ganz wichtig, auch ein Tipp an dieser Stelle, ihr Lieben, wenn ihr ein Auto holt, auch wenn das noch so neu ist, er hat hier nämlich erst 5000 Kilometer runter hier, der Fiat Tipo, geht rum, gerade in solchen Ländern wie Spanien, da haben wir nämlich schon die ersten Macken entdeckt, die so nicht auf dem Zettel stehen. Das heißt, Peter macht jetzt erstmal einmal ein Ringsum-Video, ja, ihr seht es hier, schön hochauflösend, oder macht Fotos, damit ihr nachher, wenn ihr das Auto zurückgibt, im Streitfall ja, nachweisen könnt. Nee, ihr Lieben, das war schon so. Haben unser Auto jetzt ringsum einmal inspiziert. Ja, ihr Lieben, und stimmt leider nicht und so überhaupt gar nicht mit dem überein, was uns hier Record Go gegeben hat. Also der hat wesentlich mehr Treffer, als hier vermerkt sind. Deswegen müssen wir uns jetzt nochmal einen herholen und das ergänzen lassen. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, selbst wenn ihr Versicherungen habt und ohne Selbstbeteiligung, nachher gibt es immer Stress, wenn es dann heißt, hey, du hast vielleicht doch irgendeinen Schaden am Auto verursacht. Also ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, Auto prüfen beim Abholen, auch hier nicht drauf verlassen, nochmal einen Blick drauf werfen und zur Not nochmal jemanden holen. Dann müssen sie es ergänzen. Genau so machen wir das jetzt nämlich auch. Wir haben unser Auto und sind unterwegs, haben gerade mal an der ersten Mautstelle angehalten. Peter hat mir nämlich gerade auf seinem Navi ganz viele kleine Punkte gezeigt, alles Mautstellen. Wir haben jetzt, ich glaube, 60 Cent bezahlt das erste Mal. Ja, jetzt sind wir unterwegs. Wir haben 28 Grad aktuell. 31. Im Auto geht's, ne? Mit Klima geht's. Im Auto. Ja, also nach Möglichkeit nicht aussteigen. Wir werden uns gleich mal irgendwo hier im Supermarkt suchen. Wir werden uns mal ein bisschen eindecken mit Wasser und was wir so brauchen. Und dann hat der Peter mir schon eingegeben ins Navi, wie lange wir heute noch fahren. Sind nur noch 5 Stunden und 15 Minuten. Also schlappe 543 Kilometer und dann sind wir heute Abend schon an unserer Unterkunft und dann geht es schon sogar zum ersten Spot. Also volles Programm hier heute, ihr Lieben. Ach, kommst gar nicht zum Ausruhen. Nach 800 Metern bei Ausfahrt 1 auf M40 in Richtung N607, Grünmänner wie Joe fahren. So machen wir das und dann gucken wir mal, ob wir ankommen. Kleiner Zwischenstopp nach 2 Stunden Autofahrt. Nach ungefähr 10 Minuten auf der Autobahn haben wir schon den ersten Kontakt mit der, mit der Polizei gehabt. Die uns mal kurz rausgewunken haben und uns erklärt haben, sehr freundlich muss man auch dazu sagen, dass man vielleicht nicht dauerhaft auf der dreispurigen Straße in der Mitte fährt. Ich habe die nicht mal gesehen im Rückspiegel. Naja, ist egal. War jedenfalls sehr nett, haben auch uns erklärt, also es gibt keine Strafe, es ist nur ein nett gemeinter Hinweis. Ja, und haben wir unsere Reise fortgesetzt. So, jetzt vertreten wir uns hier mal kurz ein bisschen die Beine, denn wir haben jetzt noch 3 Stunden. Ne? 3 Stunden, dann sind wir an der Unterkunft und dann gibt es heute schon den ersten Spot. Wollen wir schon was verraten, Peter? Nö. Nö, das ist einfach nö. Na gut, dann nö. Dann verraten wir noch nichts. Na gucken. Wir wollen mal sehen. Das Problem ist tatsächlich im Moment, ihr Lieben, guckt mal hier oben, Wolkendecke. Obwohl, hier sieht schon wieder cool aus, ne? So, guck mal. Ja, jetzt bin ich am Bild. Ja, die Wolkendecke, die uns hier ein bisschen... da hinten geht's mir. Ist nicht mal richtig blau, ne? Also es ist auch jetzt nicht nur auf dem Video nicht richtig blau, sondern tatsächlich gar nicht. Ja, also wir müssen mal gucken. Ne? Wir haben ein paar interessante Spots vorbereitet. Peter hat mir jetzt das eine oder andere natürlich schon gezeigt im Auto, wo es hingeht, wo Sonnenauf- und Untergänge sind. Ja, sieht gut aus. Er hat sich lustige Namen ausgedacht für die Spots. Ich habe erst wirklich gedacht, die heißen so, aber hat Peter sich ganz alleine ausgedacht, wie die heißen. Ja, siehst du? Genau. So, ich vertrete mir jetzt noch ein bisschen die Beine und dann geht's weiter. 3 Stunden und dann sind wir da an der Küste. Wie heißt das Gebiet? Sag mal nochmal, du hast mir das vorhin so schön vorgelesen. Asturien. Asturien. Ja, hört sich gut an, ne? Könnte auch irgendwie von Ford, nee, von Opel, ne? Ein neues Modell von Opel sein. Der neue Asturien. Hört sich gut an, ne? Neue Opel Asturien. Der neue Opel Asturien. Naja, vielleicht auch nicht. Gut, bis später.
angekommen. Das Ganze ist ein bisschen versteckt, aber sieht schon sehr nett aus. Ne? Da hinten das Rote hier, das ist unsere Unterkunft für heute und morgen. Tja, ihr Lieben, der Himmel. Im Moment nieselt es leider ein bisschen. Aber Peter ist der festen Überzeugung. Der hat nämlich schon alle Webseiten, die es gibt auf der Welt, durchgeguckt, dass in der Stunde die Wolken verschwunden sind und wir dann einen tollen Sonnenuntergang fotografieren können. Ja, ich bin ja gespannt. Nachdem wir jetzt unser Zimmer bezogen haben, sind wir auch gleich los und zwar zum Scouten. Wir wollen heute Abend ja noch ein Foto mitnehmen. Am besten natürlich mit, tja, ein bisschen aufgerissenem Himmel. Ob das was wird, Peter, was meinst du? Naja, er ist immer noch sehr euphorisch. Und zwar da auf dem Schild, da ist es drauf, das Bild. Ich zeige euch mal, worum es bei unserem Spot heute geht. Ja, und genau um diesen Stein hier geht es auf dem Bild. Wir müssen nur noch hier runtergehen. Und dann müssen wir das Ganze finden. Peter hat dem Ganzen einen passenden Namen gegeben. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich so heißt, aber Peter hat gesagt, das ist das Teufelstor. Ja, sieht auch ein bisschen so aus. Wenn da natürlich, hier soll nämlich heute Abend irgendwo die Sonne untergehen. Das wäre schon ziemlich cool, ne? Wenn wir da drin die Sonne bekommen. Ja, Peter stürmt schon mal vor. Wir haben die Kameraausrüstung jetzt auch erstmal im Auto gelassen, denn wir wollen jetzt erstmal scouten. Ist auch noch ungefähr 3 Stunden hin bis Sonnenuntergang. Ja, da ist schon ein bisschen was zu sehen von der Felsformation. Die Strände kommen mir ja sehr bekannt vor. Ne? Madeira sah es ja auch nicht anders aus. Da gab es ja auch irgendwie keine Sandstrände. Jetzt gucken wir mal, wo ist es denn hier? Peter, sein Teufelster. Oh, ich sehe es schon. Das sieht ziemlich cool aus, ihr Lieben. Pass mal auf, wir gehen mal runter zum Strand. Guck mal da hinten. Da ist es nämlich. Da hinten. Ja, ein Stück weiter vorgehen. Dann sehen wir das Ganze auch. Wasser ist erstaunlich ruhig, muss ich sagen. Oh ja, das sieht cool aus, ihr Lieben. Aber weitwinklig könnte hier, glaube ich, schwierig werden. Ich glaube, das wird wohl eher das 2405 werden, damit wir da unten nämlich hier den Zugang zum Felsentor da auch rauf bekommen. Ansonsten schöner Abschnitt hier. Liegt ein kleines bisschen versteckt, aber wir sind einfach frech gewesen und sind jetzt einfach mit dem Auto ziemlich weit runtergefahren. Aber im Moment ist auch niemand hier. Ne? Passt also. Ja, und da hinten soll auch die Sonne untergehen. Das heißt, wenn wir Glück haben, sieht das ziemlich gut für uns aus. Wir gehen jetzt noch mal ein Stück weiter vor, denn aktuell haben wir ja den höchsten Stand der Flut. Mit Ebbe und Flut kannst du hier nämlich auch ein bisschen planen. Ja, und in 3 Stunden sollte das schon anders aussehen. Die Frage ist jetzt, ob wir ein bisschen dichter noch rankommen, dem Ganzen nachher vielleicht noch ein bisschen Vordergrund verleihen können. Na, das gehen wir jetzt uns mal hier ein bisschen anschauen. Aber ansonsten ist es schon ein nettes Plätzchen, ne? Wenn ihr mal so hinter mir guckt. Das sieht schon ziemlich cool aus. Allein hier kannst du ja schon ein Foto machen. Ja, guckt euch das mal an, nur der Bildausschnitt. Oder ist das cool? Die Farben, sogar ein bisschen Blaues oben drin, ne? Ein bisschen gibt's. Das sieht cool aus. So, wir gehen mal weiter. Hier ist natürlich Vorsicht geboten. Ich zeige euch mal warum. Ich zeige euch mal um. Na, hier ist natürlich auch Felsabbruch von oben und zwar ziemlich stark. Das sieht man hier unten ganz deutlich hinter mir. Liegen schon ziemlich viele rum. Deshalb gehe ich da mal nicht so dicht ran, sondern gehe einfach mal mit gebührendem Abstand davon weg. So. Na Peter, nasse Füße schon? Ja, Peter guckt schon erstmal. Ja, wo ist er? Da ist er. Ja, Wellen schwappen immer so ein bisschen hoch hier. Ihr seht es. Wo wir eigentlich hin wollen, ich drehe euch nochmal um, ist da vorne. Wir hoffen ja, dass das Wasser so weit zurückgeht, dass wir da hinkommen, dass wir da stehen können, dass das unser Vordergrund ist. Wissen wir natürlich nicht ganz genau, wie hier sich Ebbe und Flut verhält. Wir sind ja auch das erste Mal da. Ja, aber das wäre natürlich optimal. Das sieht auch cool aus. Ich drehe euch nochmal um, ob man sich hier keine nassen Füße kriegt. Hier dieser Felsvorsprung, pass mal auf, ja, auch schon nett. Ne? Könnte auch irgendwie so eine Robinson-Insel hier sein. Oh, jetzt muss ich aufpassen, damit ich hier nicht heute am ersten Abend schon wieder gleich nasse Füße kriege. Ihr seht es hier, Wellen schwappen hier hoch. Nettes Plätzchen, ne? Kann man ein Foto machen. Peter, allein guck mal, der Ausschnitt geradezu. Guck mal, ich zeige euch das mal. Nur das alleine ist doch schon ein Märchen, oder? Guck mal, ich brauche meine Kamera. Ich glaube, ich mache schon mal ein Foto. Wer weiß, wie sich die Wettersituation hier noch entwickelt. Zwischendurch tröpfelt es ja mal ein bisschen, aber hier ist schon ein bisschen aufgerissen. Was mich ein bisschen wundert, auf dem Smartphone sieht es jetzt tatsächlich ziemlich blau aus, aber das ist gar nicht so blau. Ne? Also so richtig blauen Himmel habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Ich hole mal meine Kamera, ich gucke mal, wie das damit aussieht. Ich habe fertig, zumindest für meinen ersten Aufbau, ihr seht es, Stativ ausgerichtet.
Ich habe es euch ja gesagt, das finde ich ja mega hier. Ne? Genau dieser Bildausschnitt und auch genau in dieser Ausrichtung. Ne? Schöne Drittelregel. Ja, hier genau im Bild, läuft zur Seite hin aus, perfekt. Auch ja, hier unten ein Drittel, zwei Drittel oben. Perfekt, ihr Lieben. So, ich habe meine Kamera nicht nur auf dem Stativ, sondern ihr seht, ja, hier ist der Bildaufbau. Ich habe ISO 100, Blende 8 und eine 30. Sekunde Verschlusszeit. Dann habe ich nochmal den Armor draufgepackt für ein CPL und natürlich ein Soft GND. Ihr seht hier schon, der läuft so zur Seite weg, damit ich den Bereich hier oben natürlich abgedunkelt bekomme. Ich zeige es euch mal, jetzt ist alles drin. Ja, CPL ist schon drin, den drehe ich nochmal raus. Ah, seht ihr ganz deutlich hier im Wasser die Reflexionen. GND ziehen wir auch nochmal raus. Ja, guckt mal hier, ah, sehr, sehr hell hier oben. Ne? Das Ganze machen wir jetzt rückgängig. Wir drehen hier mal den CPL wieder rein. So, Wirkung ist voll drin. Ich schiebe den GND vorsichtig rein. Ja, schönes Blau im Himmel. Hätte ich ja nicht gedacht mehr für heute. Dann 2 Sekunden Vorauslösung. Und dann gibt es hier mein erstes Foto von Spanien, ihr Lieben. Ja, sieht doch nett aus, ne? Genau eine 1/2-Regel. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Na, für den ersten quasi Schnappschuss ist das schon ziemlich nett geworden. Man kann es natürlich auch so machen wie der Peter hier. Ne? Einfach Socken aus, Gartenklocks an, denn die Steine pieksen natürlich hier ein bisschen an den Füßen. Ja, und dann kann man auch fotografieren. Da machen einem nämlich die Wellen auch nichts aus, die hier immer doch mal wieder noch ein bisschen höher schwappen. Ne? Guck mal, seht ihr es? Zack, steht er im Wasser. Sonst hast du nasse Schuhe. Ne? Hier vorne hatten wir schon schöne Fotos machen können, gerade so mit den Wellen, wenn die zurückziehen sich ins Wasser. Ne? Belichtungszeit dann immer so zwischen 0,5 und 1 Sekunde. Da kriegst du eine schöne Ziehbewegung aus dem Wasser natürlich hin. Tja, jetzt warten wir noch ein bisschen. Ist nämlich noch ein bisschen Zeit bis Sonnenuntergang. Ich hoffe, es gibt noch ein bisschen mehr Struktur. Ja, so ein bisschen blau ist es geworden. Ne? Schaut mal. Ja, wenn wir mal in die andere Richtung gucken. Zack. Ja, da ist hier meine Robinson-Insel. Hat so ein bisschen was davon. Ne? Könnte so ein Eiland sein, wo du gestrandet bist. Ja, ist es aber nicht. Kannst du ziemlich gut mit dem Auto ranfahren. Peter Post schon wieder hier hinten rum. Ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Stunde später, da sieht es schon ganz anders aus. Thema Ebbe und Flut nämlich. Da, wo ich jetzt stehe, guck mal, den Stein hier, der war noch vor einer Stunde völlig umspült von Wasser. Peter macht, glaube ich, den Kung Fu. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Auch der hier oben, ne? Der war umspült von Wasser. Ja, so stark sind hier die Gezeiten, sodass wir jetzt die Hoffnung haben, entweder da hinten hinzukommen oder hier an der Seite. Peter war nämlich eben schon gucken. Peter, sag mal was dazu. Los, kommt man hin. Kommt man hin, ne? Also, dass wir jetzt wahrscheinlich versuchen werden, da um die Spitze rumzugehen, um ein bisschen dichter noch an den Stein, an die Formation ranzukommen. 10 Minuten. 10 Minuten, ne? Also, es ging jetzt schnell, ne? Ja. Innerhalb einer Stunde, krass. Ja. Die Wellen spritzen eben noch da hinten hoch. Und jetzt haben wir hier super viel Platz, ne? Ich bin gespannt. Ein bisschen diesig ist es, ne? Ja, aber wird mega. Ne? Also, wenn es schlecht wird, hier, ne? Ich schreibe euch, ich verlinke euch mal. Bitte sein Instagram-Kanal, könnt euch bei ihm beschweren. Nein, hier, du. So, bis gleich. Wir wollen jetzt aber wissen, was auf der anderen Seite ist. Das heißt, ich muss da durch diesen Durchgang, da muss ich jetzt durch, ihr Lieben. Ich glaube, ich nehme euch mal mit. Ihr seht, das Wasser spült immer noch so hoch. Also du kommst hier tatsächlich nur auf die andere Seite, wenn Ebbe ist. Ja, aber seht ihr jetzt, guck mal, jetzt ist es weg. Wäre eine gute Chance gewesen. Ja, wollen wir es mal probieren. Kriegt bestimmt nasse Füße, aber ist völlig egal. Pass auf, ich nehme euch mal mit. Ich hole euch mal ein bisschen dichter ran hier. Ja, dann gucken wir mal. Am besten ich drehe euch mal die Kamera um, dann seht ihr es noch besser. So, los geht's. Jetzt ist hier eine Welle, das ist natürlich ein bisschen viel. Wir müssen jetzt warten, bis das Wasser hier tatsächlich... Oh, Leute, das sieht gut aus. Ich glaube, bevor nämlich hier die nächste große Welle kommt, ein bisschen nasse Füße gibt's, das ist egal. Wow, schaut euch das an, ist das mega.
Ich habe natürlich nasse Füße bekommen, guck mal. Aber es ist im Moment noch nicht zu ändern. Das Ganze sieht so aus hier. Hier ist ein Durchlass. Ja, vielleicht hätten wir auch eine halbe Stunde warten können, wäre es auch gegangen. Aber guckt euch das mal an. Peter ist nämlich schon vorgelaufen, barfuß. Mega, mega, mega. Guckt euch das an. Und hier kommt es natürlich nur hin. Ja, rechts wird schon ein bisschen orange. Ne? Sieht schon cool aus. Die Sonne geht jetzt nachher bald unter. Ja, wenn hier Flut ist, spielt natürlich das Wasser, spült hier hoch, ne? Bis hier oben. Zack, hier war es vorhin nämlich auch. Hier oben, da bis zur Spitze von den Steinen. Ja, sieht schon ziemlich cool aus. Ne? Und hier ist unser, oder was gesagt, die Bezeichnung von Peter, der Teufels, was hat er vorhin gleich gesagt? Ich weiß gar nicht, Teufelstor. Genau, ups. Kommen wir mal ein paar Wellen. Ja, einmal nasse Füße reicht, obwohl jetzt ist auch egal. Ja, sieht das geil aus, Leute? Guckt euch das mal an. Krass, auch mit den Farben hier schon. Ich glaube, ich mache gleich erstmal ein Foto. Das heißt, ich baue jetzt erstmal auf und dann gibt es das nächste Foto. Zum Schluss hat sich das Warten jetzt tatsächlich noch mal gelohnt. Guckt euch mal die Farben an, die wir hier bekommen haben. Das Orange von der untergehenden Sonne. Und dann hier Kontrast dazu, das Grün und das Grau der Steine. Leute, mega Location. Ich finde das ein mega Foto. Wir waren jetzt hinten auf der anderen Seite auch noch mal. Ich habe auch noch mal ein Tele genommen. Oh, warte mal. So, zack. Und da hier Peters Teufeltor noch mal auch mit dem Tele fotografiert. So richtig ist es nicht geworden, so wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich noch mal einen kleinen Satz auch mit der Drohne gemacht. Bin mal ein bisschen dichter rangeflogen. Da kriegst du natürlich die besseren Aufnahmen. Und hier noch mal meine Einstellungen für das Foto. Ihr seht, die Kamera ist ausgerichtet. Ja, und das hier ist mein Bildausschnitt. Sieht das genial aus, Leute. Ein Träumchen. So, was habe ich eingestellt? Ich habe natürlich eine ISO 50, also ein ISO 50 sieht man hier unten an dem L, könnt ihr auch ein ISO 100 nehmen, das ist kein Problem. Blende 16 und 5 Sekunden Verschlusszeit sind es mittlerweile geworden. Blende 16, ich möchte natürlich viel vom Strand hier in der Tiefe scharf haben. Zusätzlich nochmal ein CPL, der ist natürlich hier drin im Armor von Case und nochmal einen Soft GND, aber diesmal einen 1.2er, damit ich nämlich den Bereich hier oben entsprechend auch richtig belichtet habe. Ja, 2 Sekunden Vorauslösung. Und dann ist das hier mein Foto. Und das soll es für heute von uns gewesen sein, ihr Lieben, denn hier hinter mir, da zieht eine dicke Gewitterfront auf. Ich habe nämlich schon die ersten Blitze hier zucken sehen am Himmel und dann heißt es am besten einpacken, wenn du trockenen Fußes nämlich zum Auto und wieder zurück zum Hotel kommen willst. Für uns war es ja heute auch ein langer Tag. 17 Stunden sind jetzt mittlerweile, die wir auf den Beinen sind. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind ja nicht nur in Spanien angekommen, sondern, ihr Lieben, erster Spot für heute. Mega Lichtstimmung. Und der Platz hier, wie immer, unten, mache ich euch nochmal einen Blender, findet ihr die Google-Koordinaten. Da wisst ihr genau, wo wir hier heute waren. Lohnt sich tatsächlich. Ihr müsst ein bisschen auf die Gezeiten achten. Anbieten tut es sich tatsächlich, wenn hier Ebbe ist. Und dann könnt ihr nämlich auch in die zweite Bucht hier vorlaufen, so wie wir das heute Abend getan haben. Und auch da haben wir mega Fotos machen können. So, ich verabschiede mich für heute. Aber morgen früh, da haben wir vor, einen Sonnenaufgang mitzunehmen. Und wenn der nur halb so gut wie hier der Sonnenuntergang wird, auch von der Farbstimmung, ja, dann lohnt sich doch vielleicht auch schon wieder das frühe Aufstehen. Wir werden jetzt los, damit wir nämlich nicht noch einen nassen Hintern kriegen. Und wir sehen uns morgen früh wieder in alter Frische zum Sonnenaufgang hier in Spanien. So Leute, im Flieger ist ja leider immer noch Maskenpflicht, aber es macht nichts. Denn der Peter muss nämlich auch eine aufhaben.